Hallo liebe Tennisfans, ich bin's endlich mal wieder, euer Markus von All About Tennis. Aufgrund der Corona-Krise habe ich momentan recht viel Zeit für Videos, sodass ich mittlerweile einige schöne Videos zur Taktik vorbereitet habe. Dieses Video ist ein Einleitungsvideo für weitere Taktikvideos, in denen ich auf verschiedene Details eingehen werde. Ich mache dieses Video hier, um allgemein mal über die Taktik beim Tennis zu sprechen. Denn ich kann euch nicht die eine perfekte, allgemeingültige Taktik erklären, die besser ist als alles andere. Es gibt nicht eine bestimmte Taktik, die für jeden Spieler passt. Aber wie auch bei der Technik gibt es durchaus viele taktische Gemeinsamkeiten bei guten Spielern. Ob ihr davon profitieren könnt, hängt maßgeblich von eurem Können bzw. eurem Spielniveau ab. Wenn ihr also noch massive technische Defizite habt und große Probleme bei der Ballberechnung und beim Ballgefühl, dann ist es nicht sehr sinnvoll, über Taktik zu reden, beziehungsweise in dem Fall ist die Taktik recht einfach. Spielt den Ball langsam und hoch übers Netz in die Mitte des Feldes und lauft so schnell und lange, wie ihr könnt. Das wird auf niedrigem Niveau am meisten Erfolg haben. Wobei ich auf diesem Spiellevel eigentlich nicht sehr viele Matches spielen würde, sondern lieber viel trainieren würde, um meine Schläge und mein ganzes Spiel zu verbessern. Denn in einem Match versuche ich letztendlich immer nur das, was ich kann, klug und effektiv einzusetzen. Und wenn ich nichts kann, also keine Ballberechnung habe, noch nicht viel Ballgefühl und keine Technik, dann kann ich auch keine druckvollen, gleichmäßigen, platzierten Schläge einsetzen. Also verlasse ich mich aufs Laufen und spiele hoch übers Netz und weit weg von allen Linien. Die Frage ist, ob das das Ziel sein soll. Ich denke mal, dass alle, die meine Videos anschauen, eher das Ziel haben, sich zu verbessern, sauberes, schönes Tennis zu spielen und eventuell die Gedanken eines Tennisprofis zu seiner taktischen Spielweise zu hören. Trotzdem, auch wenn ihr vielleicht noch nicht so gut seid und gegen Spieler verliert, die immer nur hoch rüber spielen, ich werde ein eigenes Video dazu machen, wie ihr taktisch gegen solche Leute gewinnen könnt und deren Spiel zerstört. Es ist nicht unbedingt der Weg eines Profis, aber es gibt durchaus Wege, ein hohes defensives Spiel auch als nicht ganz so guter Spieler zu verhindern. Über was ich bei diesem allgemeinen Video zur Taktik noch sprechen möchte, ist die Einstellung zum eigenen Spiel. Ich denke, das betrifft jeden, aber vor allem möchte ich dabei auch gute jugendliche Spieler ansprechen. Ich spiele ja durchaus öfters mal mit Jugendlichen auf dem Weg zum Profispieler, die ein Alter von ca. 12 bis 17 Jahren haben und teilweise auch schon Leistungsklasse 1 sind. Was mir da oft auffällt, ist ihre unkonzentrierte und konfuse Art zu spielen. Das hat eventuell noch mit ihrer Unerfahrenheit zu tun, was taktisch klug wäre, aber es ist auch zu einem großen Teil Einstellungssache und das Bewusstsein, wie wertvoll jeder einzelne Punkt gegen einen wirklich guten Gegner ist. Am krassesten ist das oft beim Aufschlag, den ich hier mal als Beispiel nehmen möchte. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie den Aufschlag nicht genügend trainieren, was natürlich auch zutreffen kann, sondern dass sie einfach nicht genügend Konzentration für den Aufschlag verwenden. Einfach, weil sie den Wert eines Aufschlages noch nicht erkennen und diesen vollkommen unterschätzen. Der Aufschlag wird nicht gemacht, damit man ins Spiel kommt, sondern damit man gar nicht erst spielen muss oder zumindest mit einem großen Vorteil in den Ballwechsel starten kann. Es ist sehr wichtig, dass man sich das bewusst macht, auch schon im Training. Die Aufschläge müssen qualitativ hochwertig sein und die Quote muss passen. Darauf muss man auch im Training und beim Einschlagen im Match achten. Ich kann nicht im Training einfach ohne Konzentration meine 100 Aufschläge herunterspulen, von denen letztendlich nur 20 dahin kommen, wo ich will, und nebenbei mich unterhalten und Spaß machen. Schon daran sieht man, dass demjenigen anscheinend das Bewusstsein fehlt, wie schlecht und fatal das ist, was er gerade abliefert. Und dann im Match, wenn es wichtig wird, erwarten, dass die Aufschläge mit einer 50%-Quote präzise und hart in den Ecken einschlagen. Das geht einfach nicht und darauf muss ich halt im Training auch schon achten und entsprechend konzentriert das Ganze angehen. Ansonsten braucht man sich nicht wundern, wenn man gegen einen wirklich guten Spieler 6-0, 6-0 vom Platz geht. So, jetzt möchte ich euch die Dinge aufzählen, die entscheiden bzw. beeinflussen, wie mein taktisches Spiel aussieht. Erstens, mein eigenes Können bzw. Spielniveau. Zweitens, meine bevorzugte Spielweise, also meine Vorlieben und Stärken und natürlich meine Schwächen. Drittens, das Spielniveau meines Gegners. Viertens, die Stärken und Schwächen meines Gegners. Fünftens, mein mentaler und körperlicher Zustand. Und sechstens, der Belag, auf dem gespielt wird und die Bälle, die genutzt werden. Siebtens, das Wetter. All diese Dinge können die eigene Spielweise ein klein wenig oder auch enorm beeinflussen. Ich möchte euch an dieser Stelle gleich sagen, dass ich in den Taktikvideos ein relativ hohes Können voraussetze. Ich werde euch vieles aus der Sicht eines Tennisprofis, also aus meiner Sicht, erklären
und dann aber auch teilweise Alternativen zeigen, wie es auf niedrigerem Level vielleicht erfolgsversprechender wäre, wenn ich es für angebracht halte. Aber letztendlich wollen wir uns ja alle verbessern und das optimale Spiel anstreben. Ich möchte jetzt auf die Einflüsse eingehen, die ich oben aufgezählt habe und die mein Spiel beeinflussen. Erstens, mein eigenes Spielniveau. Das bedeutet ganz einfach, beherrsche ich wirklich alle Schläge perfekt. Somit kann ich den Schlag einsetzen, der im jeweiligen Moment optimal wäre. Oder habe ich vielleicht große Defizite bei bestimmten Schlägen? Muss ich versuchen, diese zu vermeiden? Habe ich vielleicht ein sehr schwaches Netzspiel und möchte somit vermeiden, ans Netz zu gehen, weil ich zum Beispiel keinen Überkopfball kann? Grundsätzlich würde ich euch empfehlen, wenn ihr bestimmte Schläge einigermaßen beherrscht, setzt sie ruhig ein. Ihr wollt euch ja verbessern. Und ich persönlich finde, dass das Verbessern des eigenen Spiels dem Gewinnen vorzuziehen ist. Aber das könnt ihr natürlich auch von Match zu Match entscheiden. Dann zweitens, meine Stärken und Schwächen. Selbst wenn ich zum Beispiel ein Profispieler bin und eigentlich alle Schläge perfekt beherrsche, werde ich immer noch bestimmte Schläge oder Eigenschaften haben, welche ausnehmend gut sind. Und die muss ich versuchen, möglichst oft einzusetzen. Ein Beispiel, sagen wir mal, ich bin ein Surf-and-Volley-Spieler. Also spiele ich natürlich Surf-and-Volley und bleibe nicht an der Grundlinie und spiele hohe Topspins. Es hat erstmal absolute Priorität, seinem Spiel treu zu bleiben. Drittens, das Spielniveau meines Gegners. So wie bei meinem eigenen Spielniveau ist es auch bei meinem Gegner. Wenn mein Gegner nicht gut ist, hat er bestimmt so einige Schläge, die nicht gut funktionieren, und das kann ich ausnutzen. Beziehungsweise wenn mein Gegner vielleicht ein bis zwei Klassen schlechter ist als ich, brauche ich bei meinen Schlägen insgesamt nicht so viel riskieren und kann ihn sehr solide und ohne großes Risiko schlagen. Es kann aber auch sein, dass mein Gegner ein bis zwei Klassen besser ist als ich und ich muss zum Beispiel sehr risikoreich spielen, um überhaupt eine Chance zu haben. Dann viertens, die Stärken und Schwächen meines Gegners. So wie ich versuche, meine eigenen Stärken einzusetzen, versuche ich natürlich auch, die Stärken meines Gegners zu meiden. Hat mein Gegner zum Beispiel eine gute Vorhand, spiele ich mehr in die Rückhand. Oder geht er gerne ans Netz, versuche ich ihn mit langen Bällen hinter der Grundlinie zu halten und spiele eher keine Stops oder kurz Crossbälle. Fünftens, mein mentaler und körperlicher Zustand. Mein mentaler Zustand ändert sich stetig. Einerseits bin ich mal in einem Match sehr ruhig und selbstsicher, andererseits im nächsten Match nervös und unsicher. Der mentale Zustand ändert sich aber auch innerhalb eines Matches. Und je nervöser ich bin, umso mehr muss ich auf Sicherheit spielen. Aber bitte nicht mit ängstlichem Spiel verwechseln. Wenn ich im Laufe eines Matches an meine körperlichen Grenzen stoße und ich merke, dass ich Kraft sparen muss, kann ich natürlich auch meine Taktik ändern und ein risikoreicheres Spiel wählen, um die Ballwechsel abzukürzen. Sechstens, der Belag und die Bälle. Ein schneller Belag begünstigt natürlich auch ein aggressives Spiel, genauso wie ein langsamer Belag ein defensives Spiel begünstigt. Das gleiche gilt für die Bälle. Und siebtens, das Wetter. Ein heißes Wetter macht das Spiel schneller. Aggressive Spieler profitieren. Spieler, die viel riskieren und zum Beispiel Surf und Volley spielen. Kaltes Wetter und Nässe machen das Spiel langsamer. Es kommt zu längeren Ballwechseln. Spieler, die mehr auf lange Ballwechsel bedacht sind, profitieren. Aber auch flache Slice und Stops sind sehr effektiv. Wind macht das gesamte Spiel viel schwieriger. Ich spiele somit weniger risikoreiche Bälle, ansonsten steigt die Fehlerquote zu sehr an. Das sind alles Dinge, die letztlich das taktische Spielverhalten beeinflussen können. Ich möchte aber auch ganz klar sagen, dass die taktische Spielweise, ausgerichtet auf die eigene Spielweise und die eigenen Stärken und Schwächen, absolute Priorität hat. Das heißt, ich spiele erstmal grundsätzlich mein Spiel. Dann passe ich bestimmte Dinge dem Spiel meines Gegners an und schaue, was für ein Spiel spielt mein Gegner, wo sind seine Stärken und Schwächen. Danach passe ich dann mein Spiel an meinen mentalen und körperlichen Zustand an und an die Gegebenheiten wie Platz, Bälle und Wetter. So werden die Prioritäten. Das heißt, die eigenen Stärken und die eigene Spielweise haben immer Vorrang. Wenn ich also ein Surf-and-Volley-Spieler bin, sollte ich auch auf langsamem Sandplatz Surf-and-Volley spielen und nicht klassisches Sandplatz-Tennis. Denn das kann ein Sandplatz-Spezialist bestimmt besser und dann verliere ich garantiert. Das ist auch etwas, was man bei den Profis sehr gut sehen kann. Die Profis versuchen im Grunde immer, ihr eigenes Spiel durchzuziehen und passen ihr Spiel nur teilweise dem Gegner an, also nur Nuancen ihres Spiels, ohne das Grundgerüst ihres Spiels aufzugeben. Ein Beispiel. Sagen wir mal, ich bin ein guter Grundlinienspieler, der sehr solide und druckvolle Topspins hat und eine gute Kondition und Schnelligkeit. Mein Gegner hat aber genau dieselben Stärken auf gleichem Niveau. Und er steht sehr weit hinten beim Return. Er läuft alle meine ersten Aufschläge
und retourniert sie fast alle ohne Fehler sehr solide hoch und lang an die Grundlinie, ohne viel Risiko. Das ist sehr schlecht für mich, da ich mir somit keinen Vorteil mit meinem Aufschlag verschaffen kann. Jetzt streue ich zum Beispiel hin und wieder einfach Serve and Volley ein und versuche den defensiven Return meines Gegners gleich mal vorne abzufangen und wegzuvolieren. Sollte mir das gelingen, zwinge ich meinen Gegner etwas risikoreicher zu returnieren, vielleicht sogar etwas weiter vorne zu stehen beim Return und somit mehr Fehler zu machen. Wenn er weiter so returniert, spiele ich immer mehr Serve and Volley und er wird verlieren. Ein guter Gegner wird reagieren und sein Spiel anpassen. Damit habe ich durch eine taktische Maßnahme meinen Gegner dazu gezwungen, sein Spiel zu verändern. Und mein Aufschlag hat wieder mehr Effekt und bringt mir mehr Punkte ein. Ein zweites Beispiel. Sagen wir mal, ich bin ein Serve and Volley Spieler und ich habe einen sehr guten Slice-Aufschlag nach außen auf der Einstandseite. Aber im Laufe des Matches erkenne ich, dass mein Gegner unglaublich mit seiner Vorhand kurz cross vor meine Füße returniert und ich deshalb die meisten Punkte so verliere. Also reagiere ich darauf, indem ich natürlich hauptsächlich weiter Serve and Volley spiele, aber mehr auf die Rückhand und den Körper des Gegners aufschlag. Ich versuche auch mal mehr zwischen harten und Kickaufschlag zu wechseln. Und wenn ich meinem Gegner in die Vorhand serviere, bleibe ich zum Beispiel mal hinten, warte auf den Kurz-Cross-Return und greife dann mit meiner Vorhand-Longline an, um nicht den schwierigen Halbvolley mit der Vorhand spielen zu müssen. Das wäre zum Beispiel eine Alternative. Ja, das wäre es soweit mit dem Einleitungsvideo. Ich habe das nächste auch schon für euch gemacht und habe es oben bei den Informationen mit eingefügt. Dann könnt ihr es euch gleich ansehen. Wie immer, viel Spaß beim Üben. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Euer Markus.